Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Civ Comparison. Das letzte Mal haben wir nicht allzu viel gemacht. Ich glaube, wir haben das letzte Mal, oh ja, Iro Castle haben wir gegründet, aber ansonsten haben wir keine Städte gebaut. Wir haben nur im Norden unsere Macht gegenüber Rom quasi gefestigt. Wir haben uns einen Haufen Geld geholt, indem wir eine Karawane nach Rom geschickt haben. Die zweite Karawane wird jetzt nach Antium gehen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, sobald uns Rom wieder den Krieg erklärt, werden wir schauen, dass wir Cumae erobern. Ich habe mir das ganz kurz in der Pause angesehen. Cumae ist eine super Stadt, weil die ist ein wenig so wie unser Wirhausen, nämlich an so einer Engstelle. Das heißt, wir können durch die Insel durchfahren. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache. Außerdem trennt sie wahrscheinlich die westlichen und die östlichen Gebiete des Römischen Reichs, dann trennen wir Rom in West- und Ostrom. Allerdings ist Rom in Ostrom dann, naja, was soll's. Ich glaube, Westrom ist sowieso ganz klein und deswegen bleibt wahrscheinlich dann nur das Oströmische Reich über. Das heißt, was wir brauchen ist, wir brauchen zumindest einen Diplomaten nach Neapel, weil der kann dann relativ einfach hoffentlich in Cumae eine Revolution starten oder in Antium. Nein, lieber in Cumae. Cumae ist echt cool. Das ist schon fast bei Rom. Wenn wir Cumae erobert haben, würde ich fast sagen, gibt das Römische Reich dann eh bald K.O. Gut, da unten haben wir jetzt auch ein bisschen Land angeschaut. Ich bin nicht so ganz sicher, was wir da bauen werden, aber dieser Siedler hier wieder mal da verbessern für Bürokesen und wird dann möglicherweise da drüben eine Stadt gründen. Gut, unser und da haben wir schon einen Diplomaten, den wir nach Rom schicken können. Okay, Iro Castle. Du baust mir natürlich auch einen Siedler, so wie jeder andere auch. Klagenfurt hat den zweiten. Hat einen zweiten. Phalanx-Typen gebaut und wir bauen jetzt mal einen Tempel dort. So, wie schon gesagt, nach Antium. 140 Gold ist aber noch immer relativ viel. Nicht schlecht. Die Azteken bauen das Orakel. Das Orakel ist das einzige Wunder, das ich nicht einmal geschenkt nehme. Das bringt eigentlich genau gar nichts. Das bringt ein bisschen Zufriedenheit, aber das ist ziemlich schnell out of date, und zwar deswegen, weil es wird out of date durch irgendeine Theologie oder so irgendwas oder Monotheismus, keine Ahnung, irgendeine Forschung, die relativ schnell normalerweise erforscht wird. So, was machen wir? Machen wir zuerst einmal diese komischen Steinmauern weg. Ja, das ist ein bisschen ein Fehler im Programm. Diese Steinmauer ist eigentlich die Nummer 1, deswegen schaut es so aus, als würde sich nichts tun. Ja, bau weiter, bau weiter. Ja, dann establishen wir mal eine Trade Route. Ihr werdet sehen, hier machen wir weit weniger Geld, nämlich nur 24. Also so Fernbeziehungen sind bei weitem besser als in der eigenen, zur eigenen Bevölkerung hin. So, wir fahren daher mit dem Schiff und hoffen, dass da jetzt keine Barbaren drinnen sind. Wandering Nomads, yay! Das ist eines von diesen super tollen Sachen. Oh, schade. Da gibt es nicht allzu viel. Das heißt aber, wir werden mit dem da einfach gleich die Stadt bauen und dann haben wir eh da diese Leute, die die Infrastruktur aufbauen. Und zwar, wo bauen wir die hin? Daher.
noch Titel und bau ein Orakel. Die Griechen haben damit aufgehört. Ja, wir bauen einfach weiter. Gut, jetzt stellt sich natürlich die Frage, kennen wir da schon irgendwas? Nö, schaut nicht so aus, als wäre da auch irgendwas. Jetzt schauen wir mal rum, ob wir da irgendwas Sinnvolles noch finden in der Umgebung. Das wäre natürlich gar nicht so schlecht. Oakland hat den zweiten davon. Jetzt bauen wir mal einen Marktplatz. So, most advanced. Wir sind die zweitentwickelste Zivilisation. Nicht schlecht. Das ist gut. Ja, ich weiß, es muss irgendeinen geben, der hat nämlich schon Engineering. Was mich ein bisschen ärgert, weil ich hätte das nämlich auch ganz gern. Aber dazu bräuchte man vielleicht nochmal das Rad. Civil Disorder in Innsbruck gefällt mir nicht. Aber da ist eh bald der Tempel fertig. Gut. Das Städten hat auch einen zweiten hier. Das heißt, wir bauen nochmal eine Karawane. Wir bauen jetzt mal einen Haufen Karawanen, unser Zeug. So, was machen wir mit dir? Du machst da weiter Infrastruktur. Warte mal. Genau. Ich glaube, hierher bauen wir es, oder? Ja, hier ist gut. Da streiten wir zwar mit Bürokesen um diesen Wald und das Gebiet, aber was soll's. Ha. Oh, wir haben die Arktis entdeckt. Hurra! So, jetzt bauen wir da hinten weiter. Gut, diese Wand ist okay. Damit können wir leben. Romance Develop Horseback Riding. Ich glaube, das habe ich sogar schon. Habe ich das schon? Ja, ich kann Horseman bauen. So, bauen wir mal einen Marktplatz. Siedler. Schaut das aus wie Hausen, hat seine zwei Dings. Und einen Diplomaten. Da sind wir fertig mit der Ordnung wieder hergestellt. Tja, wir könnten natürlich die Arktis entlang segeln. Überleg gerade, was ist die letzte Stadt, die wir hatten? Wir haben Innsbruck, Linz, Graz, Wien, Salzburg, Klagenfurt. Das heißt, uns fehlen noch die Hauptstädte Eisenstadt, St. Pölten und Bregenz. Kann das sein? Ich glaube fast. Ja, nachdem es mit B anfängt, machen wir Bregenz. Okay. 180 nach Christus gegründet. Nö, wir bauen das daher natürlich. Gut. Jetzt gehen wir mal mit dem daher und der
Fährt weiter Richtung Norden, damit er Neapel mit einem Diplomaten beglücken kann. Nein! Grazer Civil Disorder, nicht gut. Ja, ist aber wurscht. Und da bauen wir noch eine Stadt. Und, oh, interessant, wir könnten Salzburg bauen als Deutscher. Finde ich nicht richtig. Salzburg haben wir aber schon, das heißt, das wird St. Pölten, was mit Ace angefangen hat. Tja, Eisenstadt ist einfach das letzte unter den Landeshauptstädten, 900 nach Christus. Auch nicht schlecht. Ja. Machen wir das so. So wie bei dem letzten, wo wir das gehabt haben. Fahren wir da weiter. Das ist aber eine riskante Sache. Mit etwas Pech kommen wir dann nirgends hin und fahren einmal rund um die Welt. Damit hätten wir das eine Schippernagel ziemlich versorgt mit etwas, was es gar nicht machen will. Ja, und ja. Ja, fahren wir rund um Atom, was soll's. Vielleicht finden wir irgendwas Interessantes. Wir haben eh noch das zweite Schiff. Ah, die Azteken haben Medizin entdeckt. Jetzt baut man einen Tempel. Und als nächstes wieder eine Karawane. Kassel baut Siedler. Gut. Mal einen Marktplatz, bevor wir einen zweiten Typen bauen, der auf die Stadt aufpasst. Klagenfurt könnte jetzt wieder einen Siedler bauen. So. Dennoch Titlan braucht auch Seide. Schade nur, dass wir weder Dennoch Titlan noch Little Bighorn kennen. Simbabwe und Innsbruck braucht Salz. Ja. Hey, das ist passend. Salzburg produziert Salz. Ha. Ausgezeichnet. So, gehen wir mal nach Innsbruck. Wie gesagt, das bringt zwar nicht so viel Geld, aber ein bisschen Geld bringt es allemal. Jetzt fällt mir gerade auf, ich sollte da auch noch eine Stadt herbauen. Da ist ja ein Feld, das ziemlich gut wäre, was die Produktion betrifft. Wenn wir da hier die Stadt bauen. Das und das Gebiet sind nämlich, also die drei Gebiete sind da nämlich in keinem von den Stadtfeldern von mir. Das auch nicht. Das auch nicht. Wenn wir da die Stadt herbauen.
Nee, da kriegen wir das Gebiet dann nicht rein. Das ist ärgerlich, das ist ein gutes Gebiet. Ich muss daher bauen. Ja, bauen wir es vielleicht auf den Fluss. Ah, Polytheismus durch die große Bibliothek. Hurra! Monotheismus ist auch gut, ne? Da fällt mir ein, das Wunder wäre auch gut. Beim Monotheismus gibt es nämlich Michelangelos Chapel, also den Petersdom quasi. So, noch immer Tenochtitlan und Little Bit Bighorn. Das Stetten und Oakland. Das Städten und Oakland, die sind da. Die sind einfach extrem nah. Na, machen wir das da und fahren einfach rüber nach zu den Römern. Mal betreiben wir Forschung, also versuchen wir die Landkarte mit den Dingern aufzudecken. Ist auch nicht so schlecht. Also es gibt Schlimmeres. So. Brauchen wir noch einen Diplomaten. Könnt jetzt ja bitte weggehen von da. Mal schauen, ob ich ihn dazu bringe, mir den Krieg zu erklären. Wenn ich ihm sage, er soll doch bitte Leine ziehen. Das mache ich aber erst, wenn der Ding sich wieder voll bewegen kann. So, du bist leer. Ja, du wirst jetzt auch noch ein paar von den So, die letzte Landeshauptstadt. Eisenstadt. Warte mal, oder habe ich Eisenstadt schon gebaut? Nein. Stadt. Es wird keine besonders große Stadt werden, weil die liegt dazwischen den ganzen anderen Städten schon. Aber besser als ein Stein am Schädel, könnte man sagen. Jo, machen wir mal so. Wo wird denn das Schipernackel hinkommen? Da nach Klagenfurt. Fahren wir mal nach Graz. Ah, das scheint eine größere Insel zu sein. Sehr gut. Erstens treffen wir da vielleicht jemanden. Und zweitens können wir da besiedeln. Besiedeln, besiedeln. Das ist super. Ich muss ihm nicht einmal den Krieg erklären. Ich muss ihm nur sagen, er soll seine Truppen wegziehen. Na gut, soll sein. Okumi ist eine Fünferstadt mittlerweile. Na dann machen wir mal Inside Revolt. Das kommt ja billig. Na, das ist ja gut gegangen. Er hat sogar einen Hafen schon in der Stadt, bist du irre. Oh, ich sehe gerade, wir müssen das auch so machen. Bauen wir mal einen Tempel. Ja, die Stadt seht ihr ist auch schon relativ weit weg von zu Hause. Deswegen haben wir da relativ viel Korruption. Das wird sich ändern, wenn wir Demokratie haben. Und in der Zwischenzeit könnten wir vielleicht ein Gerichtsgebäude dann bauen. Dadurch wird das auch etwas besser.
Gott, die Sioux sind mit König Richards Kreuzzug fertig und ich habe noch einmal Engineering entdeckt. Ärgerlich. Ja, jetzt macht's Warrior Code, wo ich's schon erobert habe, die Stadt. Ah, ich krieg sie gratis. Passt. So, habt ihr eine Stadt dazu gebaut? 2, 3, 6, 7. Ja, ihr habt eine Stadt dazu gebaut seit dem letzten Mal. Finde ich nicht richtig. Ich meine, ich habe 4 Städte dazu gebaut, glaube ich, seit dem letzten Mal, aber. Jo. Freunde und eine erobert. Yep. We laugh at your pretty boasts. Pity boasts. Oh. Macht weiter Kriegstreiberei. Dann zahlt sich's, glaube ich, aus, einen Diplomaten hier zu bauen. Gut, aber ich spiele eh schon urlange, nämlich bis ins Jahr 1010 nach Christus. Ich hätte den Krieg nicht anfangen sollen mehr in dieser Session. Jo. Ich wünsche euch viel Spaß und Vergnügen mit dem nachfolgenden C5. Ich hoffe, das geht etwas schneller dahin. Und ansonsten, bis dann. Tschüss euch.